qualitativ jetzt nicht so das Besondere. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es ist ein Video, auf das viele von euch gewartet haben. Ich bin selbst schon sehr gespannt. Heute ist ein Paket angekommen, allerdings kein normales Paket, sondern ein Paket, das wir alle erwartet haben. Mein Balenciaga-Hoodie liegt da verpackt neben mir auf dem Boden. Und wir werden heute das ganze Ding gemeinsam aufmachen. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, ich glaube, dass er zu groß ist. Ihr könnt euch ja noch erinnern, ich war relativ unsicher, welche Größe ich bestellen soll. Das Model ist 1,85 Meter groß und trägt die Größe S. Also entweder das Model stammt von Windhunden ab oder es ist doch keine normale Passform. Okay, wir schauen uns das nochmal an. Ich habe die Vermutung, dass er viel zu groß sein wird und ich ihn wieder zurückschicken muss. Aber ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, wir schauen uns das Ganze einfach an. Aber zuerst brauche ich hier mal Platz. Das Paket ist einfach riesig, als hätte ich mir einen Kasten bei Ikea bestellt. So groß ist das Paket. So, machen wir mal hier ein bisschen Platz. Ja, wir werden sehen, ob das reicht. Also, nur mal zum Vergleich. Das sind Pakete, in denen ich normalerweise Hoodies bekomme und auch Hoodies verschicke. Liebe Freunde, es dauert nicht mehr lange, dann kommt die dritte Kollektion online. Die einzelnen Puzzleteile fügen sich zusammen und manche könnten vielleicht schon ahnen, wie die dritte Kollektion aussieht. Seid auf alle Fälle gespannt. Ich bin mega hyped und habe erst die Prototypen erhalten und es ist einfach zu genial geworden. Also nicht mehr lange, dann kommt das in den Store. Ich hoffe, es geht sich alles rechtzeitig noch vor Weihnachten aus. Aber das ist ein Paket, in dem man ja normale Hoodies bekommt. Und das ist ein Paket, in dem man Balenciaga Hoodies bekommt. Also man sieht hier nur zum Größenvergleich, das bin ich, das ist das Paket. Also ein immenses Ding. Geht sich das überhaupt aus? Hallo, sieht man mich noch? Wir brauchen eins dafür und das ist mein klassisches Auspackmesser, mit dem ich auch mein 420 Euro teures Nike Off-White T-Shirt zerstört habe. Nein. Heute bitte brav bleiben, ja? Ich fange hier auf der Unterseite an. Er ist safe zu groß. Ich glaube, L war auch die letzte Größe. Ich habe gar nicht mehr gesehen, ob es XL auch noch gab, aber ich bin mir relativ sicher, dass er zu groß ist. Wie fett dieses Paket ist. Schaut euch das einfach mal an. Boah, ich bin schon mega gespannt. Also das kommt hier in so einem schwarz verpackten Paket, gesamt verpackt. Dann ist hier nochmal so ein Balenciaga-Sticker drauf. Hier. Ich werde den Sticker jetzt einfach mal vorsichtig lösen von diesem Papier. Wow, Freunde. Okay, das ist... Hier merkt man allein schon an der Verpackung, wie viel Geld man ausgegeben hat, denn das ist alles richtig hochwertig, Freunde. Ich bin es zwar schon gewohnt von meinem Balenciaga Speed Trainer, dass das wirklich alles schön verpackt wurde, aber echt top. Hier habe ich nochmal einen Brief von Balenciaga bekommen. Steht hier drin. Return Receipt, das ist schon mal auf alle Fälle wichtig, das gleich mal zurücklegen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den zurückschicken werde, weil ich würde mir wünschen, dass er nicht so groß ist. Thank you for your shopping with Balenciaga. Hier habe ich nochmal die Rechnung, Rückgabe und Umtausch. Sie können erhaltene Artikel innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt Ihrer Bestellung zurückgeben oder umtauschen. Sie können Größe und oder Farbe eines Artikels nur einmal umtauschen. Sie können einen Artikel aber jederzeit gemäß unseren Widerrufsbedingungen zurückgeben. Okay, die Widerrufsbedingungen. Unter welchen Umständen kann ich ihn zurückgeben? Geben Sie die Ware in Ihrem ursprünglichen Zustand zusammen mit allen befestigten Schildern und der Verpackung zurück. Okay, den heute zu tragen kann ich schon mal vergessen. Also wir wissen jetzt, wie wir ihn zurücksenden. Ich hoffe trotzdem, dass er passt. Okay, wie geht das jetzt? Wow, okay. Ich nehme jetzt einfach mal diesen großen, fetten, schwarzen Karton aus dem anderen, fetten, braunen Karton. Wahnsinn, was ist das für ein Ding? Wobei man sagen muss, hier hat UPS nicht ordentlich gearbeitet. Gell? Die Kanten sind schon relativ abgeschlagen. Aber okay, wir schauen einfach mal rein. Dein Ernst? In diesem riesen Paket ist einfach mal so ein kleiner Hoodie verpackt. Aber dieser Karton ist richtig schwer, Freunde. Der ist richtig, richtig schwer. Wichtig ist auch, die Verpackungsmaterialien mit Sorgfalt zu behandeln, weil wir wollen sie ja wieder zurückschicken. Okay, hier nochmal mit einem Sticker verklebt. Vorsichtig öffnen. Noch ein Sticker. Jetzt geht's los. Wir machen das mal auf. Und es ist ein schwarzer Hoodie.
Jetzt wird es einfach nur spannend. Er fühlt sich schon so an, er ist extrem schwer. Also entweder es liegt daran, dass da einfach viel zu viel Stoff dran ist, was mir nicht passt, oder die Qualität ist zu gut. Die Stunde der Wahrheit, wenn ich ihn jetzt aufklappe, sehe ich, wie viel er zu groß ist und ob er zu groß ist. Wow. Freunde, wow. Der schaut ja mal richtig geil aus. Printaufschrift genial. So sieht das Ganze aus. Wenn ich mir den jetzt an den Körper halte, merkt man, er ist oversized, aber vielleicht passt er sogar. I don't know. Vorne, wie ihr wisst, vorne ist kein Druck, vorne ist einfach nur ein schwarzer Hoodie. Aber jetzt wird spannend, wie sieht der Ganze getragen aus? Also es riecht innen schon mal so, als wäre er ganz neu, komischerweise. Und ich würde sagen, Freunde, mein Näschen war wieder mal richtig. Er passt. Er passt und zwar richtig gut, Freunde. Wir haben hier jetzt nochmal so zwei so Schnüre. Ich muss sagen, qualitativ jetzt nicht so das Besondere, ganz ehrlich. Hier haben wir das Etikett. Das kann man ja eigentlich removen, denn ich bin der Meinung, er passt. Ich drehe mich jetzt mal um. Und was meint ihr? Schreibt jetzt in die Kommentare, wie euch der Hoodie gefällt. Was ist das? Ah, alles okay. Ich finde den mega genial. Richtig nicer Stuff. Und die Größe passt perfekt. Also ich habe safe damit gerechnet, dass er mir zu groß sein wird. Aber large wie immer hatte ich den richtigen Riecher. Passt einfach perfekt. Ich würde ihn gar nicht größer oder kleiner wollen. Er ist einfach genau richtig für meine Größe. Extrem geil. Ja, Freunde, der Outcome dieses Videos. Ich muss Gott sei Dank nichts zurückschicken. Ich kann den Hoodie einfach genauso behalten, wie ich ihn mir bestellt habe. Und das macht mich gerade mega happy. Zur Qualität. Viele von euch haben ja geschrieben, dass die Qualität von Balenciaga so scheiße ist. Das finde ich absolut nicht. Also der Stoff ist richtig schön weich. Er ist ganz dick. Man merkt ja, dass man Qualitätsware anhat. Also ich bin mit dem Kopf mega zufrieden. Auch wenn es doch 650 Euro sind. Was, wie manche von euch geschrieben haben, einen Monatslohn von manchen aus der Maximilian Army darstellt. Wie gesagt, mein erster Balenciaga Hoodie, mein erster Hoodie, für den ich überhaupt so viel Geld ausgebe. Man muss sich ab und zu mal was gönnen und das mache ich mit euch gemeinsam. Ihr wartet bei dem Live-Shopping dabei. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich bin auf alle Fälle zufrieden. Ich habe eine große Freude, wie man an meinem breiten Grinsen erkennen kann. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr mehr Fashion Pack Openings wollt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, denn hier stehen noch einige Pakete herum, die ich einfach noch nicht ausgepackt habe, weil ich auf euch warte. Wir packen sie gemeinsam aus. Ich zeige euch die Dinge, sage euch, wo man sie koppen kann. Und wir haben hier wirklich guten Hypebeast-Stuff dabei, den man für unter 100 Euro bekommt. Also es muss nicht jedes Piece 650 sein. Man kann sich auch was von Fear of God oder von Antisocial Social Club kaufen. Und dabei nicht mehr als 100 Euro ausgeben. Also wenn ihr dieses Fashion Pack Opening wollt, dann auf jeden Fall einen Kommentar hineinschreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich freue mich mega über diesen Hoodie. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und das kommt am Sonntag. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin, euer Maximilian.